Fahrschule Rettig, eine der größten Fahrschulgruppen Deutschlands. Ob Auto, Motorrad, LKW oder Bus, bei den Profis der Fahrschule Rettig sind Sie richtig. Schnell zum Führerschein? Bei der Fahrschule Rettig kein Problem. Top-Ausbildung in 2 Wochen möglich durch täglichen theoretischen und praktischen Unterricht. Oder suchen Sie einen kompetenten und zertifizierten Partner für die Berufskraftfahrerausbildung LKW oder Bus? Auch hier ist das Fahrlehrer- und Dozententeam der Rettig-Gruppe Ihre erste Wahl. Sie haben einen Bildungsgutschein? Wir haben die nötige Qualifizierung und bilden Sie gerne aus. Auch in Ihrer Nähe, in 15 Standorten in NRW und Rheinland-Pfalz. Neugierig geworden? Dann nichts wie los. Wir freuen uns auf Sie. Fahrschule Rettig, Ihre Nummer 1 für den Führerschein. Seelöwendame Astrid, Orakel des Kölner Zoos zur Handball-WM, hat ein Unentschieden der deutschen Handballmannschaft bei deren ersten Hauptrundenspiel gegen Island vorausgesagt. Im Becken der Anlage für die kalifornischen Seelöwen hatte die mit allen Wassern gewaschene Mutter von 5 Jungtieren am Freitag, dem 18. Januar, beim Tauchgang die Wahl zwischen 3 Bällen. Dem Neutralen für Unentschieden, den Schwarz-Rot-Goldenen für einen Deutschlandsieg und dem Blau-Rot-Weißen für einen Erfolg der Mannschaft aus Nordeuropa. Nach kurzem Tauchgang fischte Astrid schließlich den unentschiedenen Ball aus dem Becken. Das ist unsere Orakelaktion, die wir zur Handball-Weltmeisterschaft, die ja ab morgen mit der Hauptrunde in Köln ist, durchführen. Und unsere Seelöwendame Astrid hat heute unentschieden getippt beim Spiel zwischen Deutschland und Island. Und wir wollen damit einfach ein bisschen Lust machen auf die Handball-WM und ein bisschen werben auch für uns als Kölner Zoo. Das ist im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft mit Astrid gemacht 2016. Wir haben das im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft im letzten Jahr gemacht mit Eber Harry auf dem Clemenshof. Das heißt, wir sind Orakel erfahren im Kölner Zoo und die Tiere teilweise auch schon. Der Zoo belohnte Astrid, die auch den Ausgang des nächsten Spiels der deutschen Handballmannschaft voraussagen wird, mit frischem Fisch. Astrid ist für den Job als Tierorakel der Handball-WM prädestiniert. Grund sind ihre Wendigkeit, das Beigefühl und die an Handball-Ikone Heiner Brand erinnernden eindrucksvollen Schnurrbarthaare. Das sind Aktionen, die schon lange kennen. Also wir machen hier zur Beschäftigung der Seelöwen halt eine Art Tiertraining. Das liegt halt daran, dass es sehr intelligente Tiere sind. Wenn man denen das Futter einfach nur reinschmeißen würde, dann sind die halt unterfordert. Und daher arbeiten wir täglich mit denen. Und das ist halt ein Prozess, der über Wochen und Monate geht. Das Vertrauen aufbauen und nach durch Belohnen oder Nicht-Belohnen trainieren wir den Aktionen bei. Also die Basis für dieses, dass sie einen Ball aus dem Wasser balancieren, ist das sogenannte Target. Das bedeutet halt, wenn wir denen die Hand hinhalten oder beispielsweise einen Stab mit einer Kugel, dann sagen wir Target und die wissen, die müssen mit der Schnauze dran. Und das kann man auch bei beliebigen Gegenständen machen, wie beispielsweise einem Ball. Wenn man denen den Ball hinhält und sagt Target, dann docken die an, man pfeift ab, belohnt die und dann kann man das so schrittweise aufbauen, dass man den Ball mal ganz kurz auf der Nase liegen lässt. Wenn er da 2 Sekunden liegt, dann werden die belohnt. Später müssen es dann 3 sein, dann 4 und so weiter. Der Seelöwe, der verbindet dann von selbst, was er machen muss, so nach und versteht dann, dass er den Ball halt auf der Nase halten muss. Astrid und ihre 4 Mitbewohner können jeden Tag um 11.30 Uhr und um 16 Uhr bei der Fütterungsschau im Kölner Zoo in Aktion bestaunt werden.